You can be somebody if you believe it. If you believe it. Ja, du kannst hoffen, dass du das nicht wirklich machst. Naruto! Naruto! Das ist der beste Intro-Song, den Naruto jemals bekommen hat. Willkommen bei einem Giga-Gameplay mit. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution! Hier bei Giga Games. Französisch gerade. Nein, das war japanisch mit französischem Akzent. So. Wir spielen das neue Spiel von CyberConnect zu. In der Naruto-Serie kommt da jedes Jahr ein neuer Teil raus. Und das ist ein bisschen ungewöhnlicher, weil normalerweise gibt es ja 1, 2, 3, 4, die normale Geschichte erzählen. Und das ist jetzt so ein Zwischending, wie das auch Generations vor 2 Jahren war. Ja. Und deswegen gibt es keine normale Geschichte von einem Anime, sondern so ein paar spezielle Modi. Es gibt zum Beispiel, hier habe ich gerade gesehen, die Ninja Eskapaden. Und das ist der Modus, in dem die extra Anime oder das Anime-Team extra neue Geschichten gezeichnet hat. So Prequel-Geschichten, die so aus der Serie zwar stammen, aber dort nie gezeigt wurden, was ich sehr interessant finde. Und da kann man als Fan dann noch ein paar neue Sachen erfahren. Aber jetzt einfach Anime gucken wäre ein bisschen doof, deswegen machen wir das nicht hier. Stattdessen wollen wir mal in den neuen Story-Modus reingucken, denn wir haben es noch nicht gestartet. Wir gucken jetzt auch einfach mal mit euch zusammen, was es da gibt. Deswegen bitte nicht völlig ausrasten, wenn ich nicht die Combo XY so gut kann. Danke. Ich als Naruto-Fan, ja, finde, das sieht sehr ähnlich dem aus, was wir schon bei Time to 3 gespielt haben. Immer diese Negativität. Das war Ultimate Ninja Storm 2. Bei Time to 3 meinst du? Ja. Da spielen wir den zweiten Teil, genau. Den zweiten. Genau, der hat ja auch quasi dieses Framework gemacht. Und dann kam halt Generations, was auch so war. Und dann kam im dritten Teil, der auch so war. Was machen die denn mal für Current Gen? Ja, nächstes Jahr dann. Ich will mal PS4-Dings sehen. Nächstes Jahr dann. Und Xbox One. Das muss so gut aussehen. Ja, wirklich. Naja, das Spiel sieht ja auch schon so unfassbar gut aus. Aber das größte Problem von diesen Spielen ist, dass sie ruckeln. Also die kommen brechen immer so voll zusammen, wenn es mal. Ja, aber Ultimate Ninja Storm 2 hat doch gar nicht. Ja, doch, wenn du da so diese krassen Kampfszenen hast und die krassesten Manöver, dann ruckelt es oft in den Kämpfen selbst. Okay. Nicht so bei den Quicktime-Events, sondern meistens so beim anderen Ding. Ist das Pokémon Snap-Insel? Oder? Stimmt, hat was davon. Lass uns ein Garpador fotografieren gehen. Da ist auch ein Pokémon-Kolosseum. Ja, zwei sogar. Kann man die Pokémon Stadien gegeneinander kämpfen lassen. Ja, cool. Los, Stadion Mon, benutze Fangesänge. Omaha Beach. Das ist der. Es gibt ja auch den Weltkrieg. Oh, das war's. Die haben nur kurz gewunken. So, wir spielen mit. Na komm, schön. Guck mal, es gibt Naruto mit dem Planetenrasenschuriken des geschwänzten Tiers. Was? Ja, das steht ja da sogar. Mit dem Planetenrasenschuriken des geschwänzten Tiers. Wir spielen da mit der deutschen Übersetzung, das tut mir sehr leid. Oder dem normalen Naruto. Wir müssen einfach mal den. Im Deutschen ist es ja dann auch Sasuke. Sasuke, genau. Komm, ist Sasuke freigeschaltet? Nee. Noch nicht, leider. Nee. Ach Gott, ich kenne Oh, was eine schlechte, was eine schlimme Auswahlmöglichkeit hier, dass man so switchen kann. Ja. Komm, wir nehmen mal Naruto mit dem Höllenversteck Susanoo Flammenkontrolle. Ja, sehr gerne. Also, wir haben sogar verschiedene Kostüme. Ah, nee, es sind nicht Kostüme, sondern es sind verschiedene Stadien des Charakters, weißt du? So über dem Anime verteilt. Richtig, sozusagen. Ja, dann hat er auch andere Fähigkeiten. Ja, okay. Komm, wir benutzen einfach mal. Obwohl, den gab es auch schon im zweiten Teil. Oder im dritten Teil zumindest. Ich weiß nicht, ob wir schon jemanden haben, der noch ist. Komm, wir nehmen einfach aus dem Naruto. Ja, will ich nehmen. Du kommst wahrscheinlich noch ein Naruto dazwischen, wenn das so. Ja, ich glaube, da kommen noch 15 Naruto dazwischen. Das kann auch sein. Super Saiyajin Naruto. Es gibt eine Day One Special Edition, da hat als besonderes extra Naruto Sasukes Klamotten an und Sasuke hat Narutos Klamotten an. Krass. Oh Gott, ich brenne. Hallo, hallo, hallo. Ich brenne. Ja, das ist ja auch so wie in dem anderen, ne? Nicht alles vertont. Genau. Nur so Schlüsselszenen vertont. Genau, und das ist jetzt halt der Story-Modus von dem Ding, das halt nicht die Anime-Story erzählt, sondern hier kommt man zum Ninja-Weltturnier. Also das ist dann auch der Unterschied, oder? Die Ultimate Ninja Storm Hauptreihe erzählt die Story nach. Vom Anime, genau. Genau, und das hier. Und Generations und Revolution hat immer so irgendein anderes Ding. Also Generations hatte so einen ganz komischen Story-Modus. Das du ja nicht, ne? Nee, da hattest du irgendwie einfach ein paar Charaktere und die hatten einen eigenen Story-Modus. Und das war einfach nur Kämpfe, Comic-Sequenz. Das war total lame. Und man hatte auch keine freie Welt. Und hier hat man die zumindest teilweise. Also man kann hier immer noch frei rumlaufen, was mir immer sehr wichtig ist. Auf dieser Insel halt. Und wollen wir doch mal schauen, was man hier so erledigen kann. Ich finde es total lustig, dass ich einfach dieser Sage Naruto bin. Das packt er normalerweise aus, wenn der so krass am Kämpfen ist. Jetzt rennt er halt standardmäßig so. Lalalala. Und das sieht so gut aus schon wieder, ne? Naja. Naja, die Wandsektoren nicht. Charaktere. Aber die Charaktere, ja. Ja, ja. Okay, du nimmst jetzt an einem Turnier teil? Ich wollte jetzt mal an einem Turnier teilnehmen.
cool. Also es ergibt auch voll Sinn, dass sie nicht wieder die Story machen, weil bei Naruto 3 waren sie halt schon so weit, dass die am Ende, hier kann ich anfangen. Bei 3 waren sie halt schon so weit, dass sie das Anime aufgeholt haben und dann ein anderes Ende hatten als im Anime. Ach so. Also weil die irgendwie das Spiel zum Abschluss bringen mussten, die aber noch nicht die Anime-Sequenzen hatten, haben sie einfach eine eigene Story sich ausgedacht. Das war ein bisschen kontrovers. Da ich aber noch nicht so weit war, habe ich das gar nicht bemerkt. So, Qualifikationsrunde. Steht über 100 spielbare Charaktere. Ja, also das ist halt so ein... Das klingt irgendwie absurd. Wahrscheinlich werden die bei Ultimate Ninja Storm 4 auf Xbox One, PS4 dann nochmal von neu anfangen. Also wieder 16 Charaktere. Steht auch tatsächlich, dass es über 50 Minuten Anime-Footage sind, die es noch nicht vorher gab. Genau, das ist der Punkt. Bei Generation hat sie auch neue Anime-Footage, wo sie einfach nur die Anime-Footage, die es schon gab, nochmal neu gezeichnet haben ohne die Gewalt. Das war ein bisschen... Wir sind echt nicht so geil belichtet, oder? Egal. Wir sind nur klein in der Ecke rum. Okay, Entschuldigung. Hier ist so ein Puppen-Naruto drauf vorne. Was ist denn das? Den haben die extra fürs Spiel gemacht. Ein Mecha-Naruto. Der kann Raketen abfeuern und so. Oh ja, warum nicht? Stirn. Klingt nach Cyber Connect. Irgendwie seine Postleitzahl auf der Stirn stehen oder so. Ich weiß es nicht. Ja, stimmt. Wie viele Leute, wie ich halt nichts damit anfangen kann. Also ich habe ja durch dich dann so ein bisschen was mitbekommen, aber laut Kommentarsektion ist das ja auch alles halb falsch. Ja, ist ja Blödsinn. Deswegen. Also Naruto, dessen Eltern werden getötet von Sasuke und dann rächt sich nämlich Obito, indem der Sasuke mit seinem Ninja-Trick ganz schön austrickst. Ja. Guck mal, wir sind jetzt im Turnier. Ich habe keine Ahnung, was die Zahlen bedeuten da oben, aber ich kämpfe einfach mal. Oh. Super kleines Biodama ist meine Attacke, das klingt nicht so geil. Super. Ach geil, denn da oben ist sogar noch eine Anzeige. Ja. Aber die Zuschauer sitzen voll weit weg. Naja, ich weiß nicht, wie nah du hier sein kannst, bevor du einfach stirbst beim Zugucken. Oh, Jesus Christ. Ja. Okay, jetzt wissen wir, warum sie so weit weg sind. Ja. Es sind aber auch nicht so viele, das ist, glaube ich, nicht so der spannendste Kampf. Nee, dazu muss man ja sagen, wir gucken ja auch zum ersten Mal rein. Das ist also wirklich auch unser erster Eindruck von dem Spiel. Ja, aber das Kampfsystem ist schon ziemlich ähnlich. Was ja aber auch einen guten Grund hat, weil es immer sehr, sehr zugänglich und spektakulär war. Ja, das war ja auch ein bisschen zu erwarten. Ja. Ist ja dann auch so ein bisschen der Abgesang der Reihe auf diese Konsolengeneration, ne? Wow, Jesus. Ja, genau, ich hoffe es zumindest. Also ich hoffe, dass nächstes Teil nur Next-Gen wird. Aber das kann man ja nie ganz garantieren. Vielleicht kommt wieder Cross-Gen, das fände ich ein bisschen schade. Alter, was für mega geile Kombos einfach. Sag mal, ist das... Ich dachte kurz, das wäre Super Smash Bros., wo du immer mit größeren Zahlen machst. Aber ich habe die jetzt auf 3 runter. Du lädst ja deine eigene auch nur auf. Du klaust den. Ah, richtig. Deine Zahl, oder? Aber auch nicht so. Boah. Kann ich gleichzeitig fertig machen, ne? Ja, oh, du machst es schon ganz gut. Ich hab das drauf, die zu drücken und den Stick der Welle zum Kreis zu drehen. Ja, das ist ganz gut. Hab ich schon sehr häufig gemacht. Ich weiß gar nicht, was er da macht. Er wirft das in, dann teleportiert sich an dem vorbei und dann explodiert trotzdem. Er kam jetzt vorbei. Okay. Ach guck mal, man muss die Kampfkugel nämlich einsammeln. Also ich habe die gar nicht gerade getötet, ich habe nur darin Kampfkugel eingesammelt. Ich bin qualifiziert. Ja, es ist wirklich so dieses Hin und Her. Das könnte für Multiplayer tatsächlich ganz lustig sein. Yes. Wenn das für einen Multiplayer auch gilt, das wollen wir mal hoffen. So, wir sind jetzt mal aus dem Turniermodus raus und kämpfen jetzt mal gegeneinander. Der Tom muss einmal Start drücken, damit, ja. Und wir können jetzt beide mal unsere Knowledge im Naruto-Universum beweisen. Ihr seht hier, es gibt einfach... Also wenn man so viele Charaktere hat, dass man irgendwie schon 4 Seiten einstellen muss, dann merkt man, ich habe viele Charaktere. Ich versuche mal, das tatsächlich so zu machen, dass ich ein Team benutze, was wirklich in der Serie existiert, um dann vielleicht mal so eine Ultimate-Jutsu-Attacke zu machen. Ne, vielleicht mit den dreien. Und mit dem Sand-Team. Ne, warte mal. Ach, kann man nur ein Teammitglied nehmen? Ne, hier. So. 3 Leute, oder? Genau, 3 Leute nehmen kann. Und dann kannst du jetzt auswählen, ob du ein ultimatives Jutsu machen kannst, oder ob du, wenn du wenn du weniger Energie hast, dann überschreitest du so einen Punkt, wo du dich verwandeln kannst. Ja. Wo du stärker wirst. Und im vergangenen Teil war es so, dass manche Charaktere einfach das hatten und manche das andere. So, und jetzt kannst du quasi immer auswählen, was von allem du auswählen willst. Was Einsatztyp ist, kann ich leider nicht sagen. Aber ich immer ultimatives Jutsu. Genau, und ich habe ja das Team genommen, damit das ultimative Jutsu benutzen kann, deswegen benutze ich das ebenfalls. Das sind aber auch eine Menge Stages. Ja. Yep. Offensichtlich gibt es sogar manche, wo man runterfallen kann. Deswegen steht der Abgrund, pass auf. Auf Deutsch. Vorsicht, Steinschlag.
Und ich würde sagen, wir nehmen. Was sieht denn spektakulär? Oh, hier. Wand der leisen. Nee, Wand der leisen Bewegung kennen wir noch aus dem alten Spielen. Gras. Die Graswogenprärie. Mhm. Genau die. Ich bin Temari, du bist Jiraiya. Jiraiya ist ziemlich cool. Ist er das? Ja, aber ist das so ein das ist, Mentor? Das, ja, genau. Das ist Narutos Mentor. Von dem hat er das Rasengan gelernt. Beziehungsweise, wie es auf Deutsch heißt, Rasengan! Das ist was? Das ist diese blaue Kugel, die der immer macht. Hadouken? Nee, ja. Okay. So. Auf LT, wenn du LT drückst, weichst du aus, wenn ich dich angreife. Du hast oben vier Ausweichmöglichkeiten. LT. Geht daneben, aber. RT ist was anderes. Nee, RT ist einfach so ein bisschen durch die Gegend springen. LT ist zu so einem Block werden, wenn ich dich angreife. Und den Angriff da. Ah. Das kannst du jetzt noch drei machen, bevor die Leiste leer ist. Aber sie lädt offensichtlich auch auf. Haha. Ah, hey. Ich wollte gerade was voll Cooles machen. Darf ich mal, kann ich mal kurz gucken, ob das funktioniert hier mit dem Ultimate? Ja, gern. Also ich mache jetzt mal ein Ultimate Jutsu, der müsste eigentlich automatisch dann... Ja, die drei machen dann zusammen cool. Eins. Oh. ja, okay. Jesus Christ! Was zum Teufel? Alter. Ich habe einmal B gehabt. Okay. Und das ist Naruto in einem. Ich habe ein bisschen Schaden gemacht. Also, du würdest jetzt genauso viel Schaden machen mit deinem Angriff. Willst du mal deinen Angriff machen? Zweimal Y, dann B. So, Y, B. Okay. Also er wird jetzt kein Team haben, weil er halt... Genau, er macht quasi sein Einzelnes. Nicht ganz so spektakulär, machst aber genauso viel Schaden. Ja. Oh, krass. Das ist alles einfach nur Optik. Und ganz ehrlich, ich finde das auch okay. Verdammt. So, mit X hat man noch einen Nerk und Schwert. Ach ja, stimmt. Die Themari, die ich habe, ist eigentlich jemand, den im Fernkampf. Die mit ihrem Fächer arbeitet. Ey. Da komm. Chance auf ultimatives Jutsu-Abschluss. Yes. Oh. Oh, warte mal. Hast du gesehen? Jetzt hab ich was gemacht. Ja. Oh. Das war noch ein spezielles. Team. Ja, ich kann mit dreimal Y jetzt drücken. Alter, was machst du denn? Ich hatte auch so ein Team-Ding. Ah, richtig. So, das kann ich jetzt mal machen. Wir wollen ja was zeigen. Nämlich, ich kann jetzt dreimal Y machen. Dann verliere ich jetzt. Ja, komm. Das gilt nicht. Dann werde ich mir jetzt, nämlich jetzt rot. Ach, das habe ich auch gerade gemacht, dieses... Ach so, dann machen die nur vorher den normalen Angriff, genau, und dann das Jutsu. Oh Gott, das wird jetzt 10 Minuten dauern. Das gucke ich mir gerne nochmal an. Also das ist ja so pervers. Was das ist. Was kann ich, was sie da noch macht? Ach so, sie fächert die Luft an. Ja, jetzt muss man schön bisschen auf die Sequenz dazwischen. Alles brennt. Allein an dieser Sequenz hat ein Entwickler eine Woche gearbeitet. Ich glaube, länger, oder? Das ist halt in anderen Spielen einfach ein Skript. Also, Destiny hat keine einzige Szene, die so hart geskriptet und episch ist. Du hast das ein bisschen mit Destiny. Ich glaube, ja, das hat mich da sehr viel mit beschäftigt. Nee, kaputt gemacht. So, wenn ihr noch ein paar mehr coole Szenen und coole ultimative Jutsu sehen wollt, dann auf jeden Fall mal einen Bonus gucken, dann machen wir noch ein paar Kämpfe, oder? Ja. Ja. So, Robin nimmt gerade die Einstellung vor für die Versus-Kämpfe, die wir gerade erwähnt haben. Dort unten könnt ihr noch sehen, wie wir ein paar andere Kämpfe machen. In der Mitte kommt ihr zum letzten Giga-Gameplay und auf der anderen Seite geht's zur letzten Folge von Giga-Trivia. Jetzt viel Spaß dabei und da unten hinklicken. Pau, pau! Piu, ich bin Videospieler. Ja.